wieder auf. Und erneute Abseitsposition von Vujanovic, der glücklos wirkt. Und Mille Dammer mit Versuch der Kombinationsspiel. Man versucht jetzt das zu machen, was beim FC Hansa Rostock in der ersten Hälfte so gut geklappt hat. Das Doppelpass-Spiel, um den Gegner auszuhebeln. Boulevard wird nicht richtig angegriffen da. Kann sich demnach durchsetzen. Der Ball kommt durch und da ist das Tor. Das war zu einfach. Boulevard setzt, sie wird da nicht richtig angegriffen, setzt sich durch, legt den Ball rein in den Strafraum. Alle Normiler rutschen in der Mitte vorbei und Neitzel kann in aller Ruhe einschieben. 5:0. Danke. Und Mühle jetzt mal gleich vom Anstoß weg. Mit der Möglichkeit. Es gibt Freistoß für den FC Hansa Rostock. Da sehen wir es auch gerne mit einem Cappy gegen die nun etwas tiefer stehende Sonne. Und das war ein klasse Pass auf Boulevard, aber Stöbe hat erneut aufgepasst. Und wieder hat Stöbe den Ball. Bringt den Ball weit und Apic steigt da hinterher. Und Kerner ist kurz vor ihm da. Aber er wirkt doch relativ sicher und abgeklärt, was die Rostocker da hinten machen. Und da wieder ein Bein dazwischen von der Mühle, aber wieder reicht es nicht, um da richtig Gefahr auszuüben, aber der Pass von Hansa geht ins Aus und es gibt einen Wurf für Normühle. Benjamin Schröder macht sich jetzt auf Normühler Seite zur Einwechslung bereit. Es gibt Freistoß für Hansa Rostock. Freistoß jetzt für den FC Hansa Rostock. Wieder haben sich drei Spieler da postiert. Aber diesmal kommt der Ball direkt und er passt einwandfrei. René Lange. Nicht zu halten für Stöwe. 6:0 für Hansa Rostock. Und das klare Zeichen da von Michael Drefal. Leute, steckt nicht auf. Das ist das Spiel unseres Lebens. Und wir geben alles bis zur letzten Minute. Und damit
In der Zeit, jetzt aber der Wechsel für Nomile. Wie angekündigt, Benjamin Schröder geht aus der Partie, kommt in die Partie. Und Christian Heinrichs verlässt das Feld. Aber es geht jetzt weiter, wie es aufgehört hat, nämlich mit dem FC Hansa Boulevard. Setzt sich da auf der Seite schon durch, ist kein Halten bisher für ihn. Na, da stehen sie sich etwas selber im Weg, die Nomüller, aber stehen ja jetzt etwas offensiver, versuchen jetzt etwas mutiger zu spielen. Ja, bisher ist der FC Hansa Rostock sehr kombinationssicher, ob das das richtige Mittel ist, es wird sich zeigen. Und bei der Mühle vom Trainerstab hat man natürlich Angst, dass man hier etwas unter die Räder kommt. Was beim 6:0 in dieser frühen Phase der zweiten Hälfte nicht unbegründet ist. Das ist natürlich auch eine schöne Möglichkeit für Peter Vollmann, dem Trainer des FC Hansa Rostock, seine Mannschaft ein paar Einsatzminuten zu geben. Spieler, die sonst in der Liga noch nicht so zum Einsatz gekommen sind, sich einzuspielen, um eine komplexe Mannschaft zu formen, die auch dann da ist, wenn mal einer ausfällt. Den Konkurrenzkampf natürlich auch innerhalb der Mannschaft zu schüren und sagen, okay, wir sind auf allen Positionen gut besetzt und wir haben auch immer eine zweite Alternative und die kann jederzeit spielen. So nutzt zum Beispiel Malek Boulevard die Chance, jetzt mit der ersten Mannschaft hier zu spielen. Und präsentiert sich zumindest hier sehr, sehr gut und konzentriert. Das ist kein Halten der Nomüle gegen diesen kräftigen Spieler des FC Hansa Rostock. Und der Ball kommt durch, der darf natürlich nicht kommen. Und da ist wieder angesprochene Boulevard und Stöbe, der auch diesen Ball vom unglücklichen Vujanovic abfangen kann. Aber auch ihm bietet Peter Vollmann die Chance durchzuspielen. In der Liga lief es bisher noch nicht so für ihn. Und er soll hier Spielpraxis und sicherlich auch das Erfolgserlebnis sammeln, um dann in der Liga dem FC Hansa weiterzuhelfen. Hansa schnürt Neumühle jetzt wieder hinten ein, aber es bleibt zumindest Apitz vorne für Neumühle. Freistoß jetzt für Hansa direkt vor der Fankurve, das nutzen sie für eine Welle und Robert Müller mit dem Kopfball über das Tor.
Wie es aussieht, gibt es jetzt erneut einen Wechsel auf einer Müller-Seite. Und damit der Trainer natürlich seinen Spielern die Möglichkeit geben, dieses Event hier mitzunehmen, um gegen den FC Hansa Rostock spielen zu können. Für die allermeisten Spieler, wenn nicht alle, wird das das größte Erlebnis ihrer Fußballerkarriere sein. Und da haben sie mal einen Ball gehabt, der lange Ball auf Apitz kommt nicht an und hatte sich wehgetan. Gegen Stefan Gusche. Bleibt er liegen, wollte er nachsetzen. Schiedsrichter hat das Spiel jetzt unterbrochen. Und da steht er wieder. Und es scheint auch, ja, es hat weh, aber es geht weiter. Und inzwischen gibt Schiedsrichter bei, während sich René Hinze wieder aufs Spielfeld begibt. Im Sinne des Fairplays geht der Ball natürlich zurück an den FC Hansa Rostock. Und das Spiel kann fortgesetzt werden. Ja, Björn Ziegenbein, Bolivar zieht da zwei Abwehrspieler mit, aber Ziegenbein in die entgegengesetzte Richtung spielt den Ball komplett auf die andere Seite rüber. Doppelpass, gefährlich, weil er kam nicht an auf Vujanovic. Und so muss Hansa Rostock am Griff abbrechen und bauen jetzt nochmal neu auf über die Abwehrreihe. Und Bolivar, der eigentlich Stürmer, zurück gewichen als vierter Abwehrmann auf der rechten Seite. Und der Neumüller-Trainer fordert seine Leute auf, ein bisschen mehr Einsatz zu zeigen, hier noch einmal alles reinzuwerfen. Jeneke, gutes Spiel in der ersten Halbzeit. Jetzt die Schussmöglichkeit aufs Tor. Das war ein schöner Versuch, aber da lässt sich Stöbe nicht ins Boxhorn jagen, lenkt den Ball übers Tor. Und jetzt gibt es da die ersten Krämpfe auf Neumüller Seite. Das war so ein bisschen die Befürchtung des Trainerteams von Neumühle, dass man hier einbrechen könnte. Und die Kondition des FC Hansa ausreichend ist. Man war bisher immer in der Lage, auch in den letzten Minuten nochmal etwas zu